So, Batterieladung 100% und damit hallo und herzlich willkommen, der NRW bei 18 hier mit dem nächsten Teil Larry. Wir sind immer noch in Miami am Flughafen, haben gerade unseren Camcorder aufgeladen und sind jetzt bereit für unseren Flug nach New York. Dann brauchen wir jetzt hier die goldene Kreditkarte. Ne? Danke. Ah, jetzt müssen wir jetzt wieder ewig warten, bis wir jetzt hier boarden können. Machen wir jetzt direkt mal. Na. Ich drück doch nur einmal drauf. Das muss sein. Lalalalalalala. Hilft es was, wenn ich hier auf und niedergehe, immer wieder? Lala. Meine Stimme tönt aus dem Lautsprechersystem Aerodog Airlines Istols Ihnen den Abflug des Erstklass-Service nach anzukündigen. Dieser Lautsprecher klingt nicht sehr deutlich. Ja. Achso, Moment, ich muss meine Bordkarte ja da rein tun. Ach nee, das ist verkehrt. Wo ist meine Bordkarte? Das da. Der gleiche Flieger wieder. Wovon träumen wir denn jetzt? Was für ein Körper. Du bräuchtest. Dieses Tischlein, Tischchen hätte manchmal. Okay, können wir das denn essen? Du könntest das Tischchen hochklappen, aber dann hast du keine Ablage für deinen Bauch mehr. Oh, wir schlafen schon wieder. Ich wusste es. Ah, das ist ein Leben. In deinem Traum bist du ein hübscher Gondolier, der für deine weibliche Kundin Passionate Patty durch die Kanäle von Venedig paddelt. Alles ist herrlich, bis ein großes Kreuzfahrtschiff den Weg kreuzt und alles versperrt. Ja, ist ja heute groß in den Medien, dass die Schiffe da in Venedig jetzt eine Umleitung fahren müssen. Du es soweit hineingesteckt hast. Was? Eine Erfahrung, die dir völlig unbekannt ist. Ist klar. Du beschließt, den Moment zu nützen, sitzt zu Patty runter und lässt die Strömung der Kanäle euren Kurs in die Nacht der Liebe bestimmen. Hallo, was? Lass die Hände von mir, rufst du. Das ist nicht das, was... Du rutscht über den Ledersitz, fasst die Türklinke, öffnest die Türe und fließt aus der Limousine und von deren Chauffeur. Alter, was? Was denn das? Er sagt, speichern. Ja, okay. So, drauf sind wir jetzt hier am Hauptquartier. Das Schill-Gebäude ist eines der nobelsten Bürogebäude von Baltimore. Seine Fassade aus Granitmessing und rostfreiem Stahl reflektiert das Sonnenlicht. Eine Drehtüre ermöglicht den Zutritt zum Inneren. Das ein Buchstabier... Was? Wie buchstabieren Hunde? Erleichterung? H-Y-D-R-A-N-T. Deine Limousine wartet auf deine Rückkehr. Drinnen kann es dein Fahrer immer noch nicht fassen. Du bist sicher, dass er etwas gelernt hat. Du wunderst dich, welche Bürodame das Schill-Gebäude wohl eine solche Schrottlaube fährt. Das Management des Schill-Gebäudes ist sehr... Na, okay. Wir nutzen die Drehtür. Ach du Scheiße. Der Watschelgang. Ja, wo Watschel sieht denn hin? Ach du Scheiße. A Love Supplies, Hell Industries. Uck, you? Da fehlt ein F. Des Raver Records, Sheheads, Aerodog Corporation, Big Butt,
Harddisk-Service. Oder fehlen einige Buchstaben, kann das sein? Du schaust auf die Übersichtstafel des Schill-Gebäudes. Offensichtlich hatte die Gebäudeverwaltung nicht genügend Aufklick-Buchstaben. Ja, nee, ist klar. Mit wem wolltest du sprechen? Nein, ich will hier raus. Der Wächter murmelt noch etwas und fällt dann in einen tiefen Schlaf zurück. Was? Aufwachen. Ja? Murmelt der verschlafene Wächter. Brauchen Sie Hilfe? Wer so eine Nase hat. Entschuldigen Sie, sagst du zum gut ausgeruhten Wächter. Ich möchte gerne zum Mr. Beards in Zimmer 900. Mir? Oh, richtig. Einen Moment, ich schau nur schnell nach, ob er da ist. Seufzt der überarbeitete Wächter. Er ist natürlich nicht da. Okay, Liebling. Er wartet oben auf Sie. Ich rufe Ihnen gleich den Fahrstuhl. Das ist... aber lieb. Was? Das ging ja schnell. Hallöchen. Was ist denn das für eine Wohnung? Erstmal umgucken. Die Statue stellt die Schutzpatronin der Plattenfirmen dar. St. Nadel. Im Warteraum hängt eine eindrucksvolle Reihe von alten Aufnahmen. Erfolgen. Im Warteraum hängt eine eindrucksvolle Reihe von alten Aufnahmen. So. Was ist denn hier wo? Ach, das soll ein Schreibtisch sein. Warte mal. Im Warteraum hängt ein... Ja, warte. Okay. Hier hinten. Und das ist ja sehr komisch aufgebaut hier. Oh nein. Ich werde doch jetzt hier wohl nicht... Es scheint, als ob das Spulentonband und der Plattenspieler nicht miteinander funktionieren. Der Tonarm wartet ruhig auf seiner Stütze auf deinen nächsten Befehl. Auf dieser Taste steht Stopp. Auf dieser Taste steht rückwärts. Okay, 33. Was? Auf dieser Taste steht 33. 78. Der Plattenspieler ist jetzt auf 33 ein Drittel Umdrehung vorbereitet. Ah, aber nur, wenn er eingeschaltet ist. Okay. Okay, okay, okay. Auf einem kleinen Schild auf der Rückseite steht, für Digitalaufnahmen vorbereitet. Es gibt nicht viel anzusehen, okay. Im Warteraum hängt eine... Irgendwie sind hier alles nur Aufnahmeerfolge, kann das sein? Die doppelt verglaste, schalldichte Scheibe verhindert es, dass er dich hören kann. Ein Lautsprecher im Hintergrund knackt. Hallo da draußen, Sie müssen Passionate Patty sein. Alles ist für die Aufnahme bereit. Kommen Sie direkt ins Studio, ich erwarte Sie dort. Okay. Die goldenen Schallplatten sind fest an die Wand montiert. Viele bekannte Schallplattenhüllen zieren die Wände des Büros von Des Rever Records. Okay. Was ist mit dem Blümchen? Nach genauerer Überprüfung stellst du fest, dass es sich um eine Pflanze handelt. Gut, dann wollen wir mal ins Studio. Ach du Scheiße. Das ist ja wie bei Mediamarkt der Kassenbereich. Hä? Des Rever Records erinnert dich an deine letzten Studioaufnahmen. Eine 2-CD große Aufnahme für den Soundtrack eines Computerspiels mit Namen Leisure Suit Larry 4 und an diesen großen Vertrag, den du mit einer mysteriösen Person namens Julius abgeschlossen hast und der dir dann nie einen roten Cent für deine Arbeit bezahlt hat. Du schneidest eine Grimasse und hoffst, dass diese Aufnahme besser klappt. Ist das jetzt einfach der Erzähler oder ist das jetzt hier irgendeine Stimme? Nun, hallo da drüben, Patty, ich bin Reva Bees, Chefingenieur hier bei den Reva Records. Ich bin nicht sicher, was mit meinem gewöhnlichen Synthesizer-Spieler passiert ist, aber ich freue mich, dass Sie uns aushelfen werden. Ich bin sicher, dass Sie mit diesem Stück keine Probleme haben werden. Aha. Die Synthesizer, der Synthesizer ist programmiert. Die Noten stehen auf dem Ständer. Die Pegel sind eingestellt und ich bin bereit, sobald sie es sind, Baby. Okay. Ich nicht bereit. Hier gibt es nichts zu tun.
Das Reavers Aufnahmestudio beherbergt eine unzählbare Menge verschiedener Aufnahmegeräte. Überall stehen und liegen Mikrofone, Notenständer, Transportkoffer und Kabel. Das ist der Synthesizer, auf dem du für Reavers Bees spielen sollst. Diese Türe führt zum Kontrollpult. Reavers Bees ist der Mann, den das FBI mit den rückwärts abgespielten, in diesem Studio aufgenommenen, versteckten Mitteilungen in Verbindung gebracht hat. Aber er sieht süß aus. Okay. Dann wollen wir mal singen. Oh nein! Okay, Patty, lesen Sie einfach die Noten auf dem Ständer. Wir beginnen ein paar Takte. Vor Ihrem Einsatz hören Sie auf das Klicken, dann beginnt Ihr Solo. Aufnahme 1. Nein. So sehr, wie du es auch hast, du kannst es einfach nicht unterlassen, hier und da einen Patch einzupflanzen. Du kannst als Keyboard-Spieler hierher, Patty, also spiele. Nein, ich kann nicht mehr spielen. Schade. Das ist nicht genau das, was sich der Boss vorgestellt hat, Patty, Baby. Wir müssen noch einmal von vorne beginnen. Bringen Sie ein bisschen mehr Gefühl rein, okay? Was muss ich denn jetzt hier machen? Aufnahme 2. Und 1. Und 2. Und 3. 2. 3. Du musst die Saiten nicht umdrehen, Patty. Woher soll ich denn wissen, was ich hier spielen soll? Na, 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 nochmal. Nun, das tönte nicht gerade gut. Versuchen wir es noch einmal, Mädchen, ab geht's. Oh Leute, nee, ich hab keine Lust mehr. Was soll ich denn hier machen, Herrgott? Olli, Aufnahme 3. Und 1, und 2, und 1, 2, 3. Großartige Aufnahme, Patty. Wieso kommen Sie nicht in den Kontrollraum und hören Sie sich mit mir die Aufnahme an? Habe ich jetzt mal geil gespielt, Freunde? Habe ich mal geil gespielt? Nein, das Spiel hat gespielt. Ups! Warum?
Ab geht's, Mädchen. Hören Sie genau zu. Sehr gut gespielt, Patty, lächelt er. Ich wette, dass Sie eine wundervolle Technik haben. Anpassen. Oh, das fühlt sich gut an, Patty. Soll ich mit dem treiben? Mehr als du willig, deinem Land zu dienen, speziell mit einer solchen Person, wirfst du dich enthusiastisch in deine Mission. Ja! Was? Upsi. Hat die jetzt gerade mit dem Fuß da hinten... Nein. Okay. Kommt mal der FBI-BH jetzt mal zum Einsatz hier? Eventuell mittels mehrerer Opfer wirst du eventuell eine kleine Kassette mit Reverse besten Arbeiten erhalten. Das ist genau der Beweis, den du gesucht hast. Die Jungs vom FBI werden speziell Freude daran haben, wenn sie diese Kassette abspielen. Heißt es nicht, werden spezielle Freude haben? Du hast nicht mitbekommen, dass du, als du mit deinem Bein in der Aufregung dieses Augenblickes gegen die Aufnahmemaschine gestoßen bist, eine komplette Aufnahme eures Liebesakts gemacht hast. Reserve mischte später ein Schlagzeug und einen Synthesizer-Bass darunter und schuf einen neuen Hit. Ironischerweise hast du nun diesen Nummer 1-Hit mitbekommen, den du dir immer gewünscht hast. Aber du hast nichts davon gewusst. Wenigstens einmal im Leben, Patty, hast du die Hitparadenspitze erreicht. Unterdessen in den Räumen des FBIs, Missionskontrolle Hauptquartiers. Ich konnte es mal lesen. Was macht sie jetzt, Agent Smith? Nun, ich weiß nicht, Inspektor Desmond. Es ist etwas schwierig, das zu interpretieren. Entweder ist sie irgendwo in einem Tunnel in der Nähe von Baltimore, oder sie ist um ungefähr 3 Zentimeter erweitert. Nachdem du dich für dein Land geopfert hast, schleißt du dich aus dem Kontrollraum durch das Studio, den Fahrstuhl runter und zurück in deine Limousine, wo der Fahrer auf dich wartet und über dich herfällt. Oh, nee, doch nicht. Nach Hause, Bobby, signalisierst du deinem Fahrer und er nickt dir zu. Nach Hause? Wo ist denn zu Hause? Müssen wir nicht nach erst zum FBI? Ah, während du langsam einschläfst, beginnst du zu träumen. Die immer mit ihrem Träumen hier. Whoops! Oh, 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 schreist du in deinem Traum. Ich liebe es so, wenn du das tust. Sir Francis? Ich hoffe nur, dass meine 3 Neffen nächstes nicht hereinkommen, antwortet er. Wer ist Sir Francis? Weißt du, Larry träumt so von ihr und Romantik und sie träumt einfach nur von Geld. Unterdessen in einem weit, weit entfernten Flugzeug. Siehst du, was ich meine? Während unserer Absenz hat dein Traum von Passionate Patty und dir Fortschritte gemacht. Ihr kuschelt euch zusammen und driftet durch die vom Mond erleuchtenden Kanäle von Venedig. Die Lieder der anderen Gondoliere tönen sanft übers Wasser. Plötzlich hat deine Gondola an einer höchst unangenehmen Stelle ein Leck. Hoppla! Und genau! Das war ja klar. Aber ich glaube, Larry hat abgespritzt. Upsi! Da könnte man ja jetzt. Während du aus deinem Traum erwachst, stellst du fest, dass du deine Hose soeben mit Freigetränken vollgeschüttet hast. Eine Stimme krächzt aus dem Intercom-Lautsprecher über deinem Kopf. Bitte schnallen Sie sich an und stellen Sie die Sitze in Ihre aufrechte Position zurück. Wir werden jeden Augenblick landen. Die Flügel immer dabei. Süß. Da wären wir in New York.
Genau. Willkommen in New York. Dieser Flughafen sieht genau wie der in Miami aus und der in Atlantic City. La 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 la. Ist, na, die zwei catchenden Weiber wieder. Was ist das? Ist das ein Bonbonautomat? Somit, was? Somit keine Chancen für einen Larrys Kinder-Teleton. Was? Was war das denn? Vorsichtig, glättest du die Ver... Okay. Okay. Okay, okay, okay. Was haben wir denn da links? Habe ich eigentlich nicht noch nicht noch was spielen? Den. Ja, habe ich, genau. Den, das Geldstück. Den Quarter. Den Quarterman. Denn ich muss mir jetzt ja wieder eine Limo bestellen. Keine Cola und keine Sprite, sondern eine Limo. Die 2015 Produktion von Schneewittchen der NYC Ballet Company, New York City, beginnt am 15. August. Die New York City Times nannte es ein Klassiker, wird nie total langweilig, sogar wenn sie ihn einige hundert Mal gesehen haben. Am 20. September beginnt die 2016 Produktion von Schneewittchen, rufen Sie den Tickettester für Details an. 2016. Wenn man den Leuten damals, die das Spiel damals produziert haben, sagt, hör mal, ich spiele dein Spiel jetzt in 2021, ach, die Gesichter hätte ich gerne gesehen. Wir wollen ihre alten Schmuckstücke, Ringe, Ketten, Ohrring, Simon, er freut sich, bla bla bla. Wo ist denn jetzt die Anzeige mit der Limo-Nummer? Bis zum 31. September in Madison's Clare Garden. Monster Trucks. Schwul, lesbisch, geschieden, alleinstehend, verwitwet, deprimiert. Tut uns leid, aber der Bleach Neven Center offeriert seine wöchentlichen Kurse nur glücklichen, normalen Personen. Och, Kingas, wo ist denn jetzt dieser vermaledeite Limo-Service? Aha, von irgendwo nach irgendwo. In New York City gibt es keinen anderen Limousinen-Service, der vollständig genau exakt gleich wie der wundervolle Checker Limo Co-Dienst ist. Fast sofortiger Service von unserer Flotte funkgesteuerter Wagen. Das Wageninnere wird regelmäßig desinfiziert. Man könnte fast meinen, die wissen, dass wir Corona haben. Rufen Sie an jederzeit. So, die Nummer habe ich mir abfotografiert. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück zum Telefon. Da unseren Quarter einwerfen und dann hoffentlich mit der Limo zu unserem Einsatzort fahren. Und dann ist es das doch schon wieder gewesen hier. Mein Gott, die Zeit rennt heute. War das jetzt das zweite oder das dritte? Ich glaube, das dritte. Nein. Dann ist es das zweite gewesen. Spare deinen Quarter, diese... Oh. Da. Ah, diesmal ist es das erste Telefon. Okay, wir haben da die Nummer 5524668. Wir danken Ihnen, bla bla bla. Hallo, Checker Limo, wo sind sie? Wo wollen sie hin? Ich heiße Larry. Larry Leffer, sagst du, wie war Ihre Frage gleich wieder? Was sind sie denn? Taub, wo sind sie? Wo wollen sie hin? Oh, ich bin am Flughafen, am Aerodog Terminal. Wo wollen sie denn hin? Oh, ich glaube, ich will ins Stadtzentrum. Hab's. Treff's draußen. Draußen. Und er hängt den Hörer ein. Okay. Nein, falsch. So rum. Na, die Pflanze steht im Weg. Hallo, ihr Catchweiber. So, da ich meine Limo. Limo, Limo. Cola, Cola. Mezzo Mix. Schwipp, schwapp. Sprite. Hallo? Ja, danke. Nach. Da will ich hin. Wo war jetzt, war das das? Atlantic City? Hollywood, da will ich hin. Hat das Kaffee, hä? Sagt Bobby. Das ist ein großartiger Ort, wenn man Computer liebt. Hopp, hopp.
Herrlich. Erfolg auf ganzer Linie. Dumm, die dumm. Mit dem Fisch. Gut, das Aquarium führt eine kurze für die. Oh, das ist herrlich. So, wir sind am Ziel angekommen. Was? Bevor du die Limousine verlässt, bemerkst du einen kleinen Lederordner auf dem Sitz neben dir. Du bist sicher, dass die Limo-Firma den rechtmäßigen Besitzer nicht ausfindig machen wird. Darum nimmst du ihn mit im Versprechen, ruhelos nach seinem Besitzer zu suchen, bis du ihm seinen Tagesverplaner TM zurückgeben kannst. Oha. Schau, irgendein unglücklicher Reisender hat seine Agenda liegen gelassen. Ja, wirklich, zu schade für diesen anderen Kerl. Er wird es nie erfahren. Abgesehen davon würde er den Tagesverplaner wahrscheinlich gerne zurückhaben. Okay. Hardrock-Café. Wir sind da. Und schon wieder coole Musik. Damit endet unsere Aufnahme hier. Wir speichern jetzt gleich natürlich R und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hier in New York, wiedersehen. Bis dann, macht es gut, bleibt gesund und bekommt oder habt weiterhin trockene Füße hoffentlich. NRW Boy 18. Adieu.